Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde, diesmal zusammen mit Tjall. Wir beide werden eins oder mehrere Quickplays jetzt gleich spielen. Ja, hallo Tjall. Hallo Wuk und hallo liebe Zuschauer. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ja. Was ich dir sagen wollte oder was ich euch mitteilen wollte, gleich ist nämlich der große Moment, wo ich meinen zweiten Stern kriege und wieder auf Level 1 zurückfall. Oh. Ja. Ja, dann überschreite ich den Level 100. Soll ich dich mal einladen? Warte noch einen Moment. Habe ich noch Zeit, mir ein Bier zu holen? Ja, dann hole ich mir aber auch eins. Ja, dann hol dir auch mal eins. Okay, alles klar. Bis gleich. Kannst ja schneiden. Ich finde das immer sehr praktisch, wie vielseitig eine USS Enterprise doch ist. Sie öffnet auch Flaschen. Du bist zurück. Genau. Wunderbar. Zurück. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, Prost, ne? Ja, Prost. So, hoffen wir mal, dass ich das Ding heute nicht wieder umschmeiße. Ah. Wie das letzte Mal. Bisschen Action muss sein. Oh ja, darauf kann ich aber verzichten. So, ich lade dich jetzt mal ein. Nehme mal an. So. Und dann melde ich uns jetzt mal für einen Quickplay an. Ja, mal schauen. Du wirst es nicht glauben, in dem letzten Spiel, was ich hier gespielt habe mit meinen YouTubern zusammen, hatte ich tatsächlich einen Heiler und einen Tank gehabt. Also wirklich unglaublich. Wie mit deinen YouTubern zusammen. Ja, die letzte Aufnahme. So. Ja. Und oh Wunder, es hat natürlich prima geklappt. Und wir haben es natürlich gewonnen. Ich mache heute mal Farah. Oh, dann spiele ich D.Va. Was spielst du, D.Va? Der eine was haben wir denn? Hat sich Gottes Aim genannt. Ach ja, das soll er mal beweisen. Das soll er mal beweisen. So, jetzt ist natürlich wieder das Übliche. Wie viele Heiler haben wir? Ha? Zähl mal laut. Richtig? Wie viel Tanks haben wir? Zähl mal laut. Eins. Ja. Hast du es gesehen, was die Symmetra gemacht hat? Ja. Die schummelt. Die kann noch was in Eichenwalde mit den Büchern machen. Da zieht nämlich alle Bücher in der Base aus dem Regal und macht einen riesigen Buchklumpen daraus. Ich wollte gerade mit der Farah dashen, aber das geht natürlich mit der nicht. So. Das ist lebensgefährlich, was ich hier gerade gemacht habe. Die haben einen Angriff gesetzt. Auf der Map bringt der meiner Meinung nach nicht so viel. Hätten wir sonst den Punkt. Na, Tracer. Ja, der Bestien ist da drüben und feuert da volle Kanne rein. Ja, dann würde ich sagen, haben wir einen Genji, oder? Ja. Niemand ist besser zuständig für Bastions als ein Genji. Die haben mich gedacht, boah, Alter. Ich muss aber auch sagen, ich
bin keine gute Fähre, auch wenn es das letzte Mal nicht ganz gut geklappt hat. Was los? Ihr habt mich gehackt. Das war unfair. Das kommt vor. So, ich muss jetzt über diesen dreckigen Bestien umgehen hier. Wo steht denn der? I've got you in my sights. Oh, ist ja furchtbar. Mich am Arsch. Zenyatta ist hier. Fuck. Das war ein EMP. Pass into the iris. Wir warten, bis der Zenyatta fertig ist. Oh je. Nein, ich mach gleich keine Farrah mehr. Fuck. Egal. Last round lost. Wo ich eben gesehen habe, dass die Tracer drauf war. Die sind schlecht, unsere Gegner. Ich habe jetzt auch gar nicht geguckt, was die haben, aber ich werde jetzt hier definitiv keine Pharah mehr machen. Ich werde zumindest einen Soldier machen. Ey, willst du vielleicht auf hier na, wie Diva. Heißt der? Diva wechseln? Kann ich auch machen. Dann wechsel. Ja, mach. Ich habe gewechselt. Nein, du bist noch auf Dings, auf Diva. Nee, wähl was anderes. Ja. So. Haben wir einen Heiler? Nee. Natürlich nicht. Was für eine Frage. Du Optimist. Heiler ist doch voll langweilig. Wofür gibt's Healpacks? Hallo? Alter, die werden hier so verhauen. So, jetzt konzentrieren wir uns. Alter. Heilung ist hier hinter dir. So, vor. Auf den Roadhog, auf den dicken Popo von Roadhog. Ah! Ich hab den dicken Roadhog-Popo verhauen. Jetzt gehen wir hier weiter vor. Boah, jetzt hat der Penner mich noch erwischt. Der hat auf jemand anderen geschossen, weißt du? Ich wechsle mal auf Heiler. Gerne, ja. Ja, sie sind hinter mir, vor mir, irgendwie. Was macht ich? Ja, ich glaube, also schwerwiegender wirkt eigentlich, dass wir keinen zweiten Tank haben. Swanky Pants hatten wir aber auch schon mal.
Oh, wir sind in Führung. Ich kann's ja kaum glauben. Bist du bereit für eine Ulti? Nein. 13%. Nein, meine Ulti. Achso. Scheiße. Scheiß Dash von dem. So. Contesten wir einfach mal. Oh, den Genji muss ich doch kriegen. Ja, so. Jetzt die Zarya, die Zarya. Jetzt den Roadhog. Der geht gerade so schön runter. Ja. Ich überlebe relativ lange. Ja, jetzt nicht mehr. Aber der Junkrat ist fast tot in der Lucio. Aber geschafft. Geschafft ist geschafft. So. Genji is with you. Oh, da ist ja ein Tank. Nein, da war ein Tank. Lian hat eigentlich einen Winston gespielt, aber dann doch nicht mehr. Jetzt haben wir zwei Heiler. Aber der Asmurov hatte eigentlich schon recht, ein Dreier-Tank-Setup ist ziemlich geil. Ja, wenn's passt. Scheiße! Alter, haben die mich gerade verfehlt. Alter! Was tun die da? Wenn ich jetzt eine Ulti hätte. Die hat er nicht bekommen. Oh, einfach mit reingezogen. So. Oh, keinen erwischt. Ja, Jal, das sieht nicht gut für uns aus. Da halten sie sich wieder. Park! Ich dachte, das wäre unsere Ulti gewesen. Oh, kommt einer von hinten. Park! Ich fürchte, das war's leider.
Und das ist meiner Meinung nach auch wieder auf unser Setup zurückzuführen. Ja, ja. Wir hatten gerade gar keinen Tank, außer dich, ja. Nee. Und ich sag's immer wieder, aber Diva zählt auch nicht als ein voller Tank. I've got you in my sights. Wollen wir mal verlassen, neu machen? Ich wollte es gerade vorschlagen. Ja. So, erstmal verlassen. Oh, ich habe eine Lootbox. Dann schau sie dir doch erstmal an. Ja, Moment. Ich hole an, um noch eine. Jetzt muss ich aber auch mal gucken, wie viele Punkte ich noch brauche. Oh, noch 800, 903 Punkte brauche ich. Dann werde ich befördert. Oho, dann bist du der Oberminister. Ich bin dann Zwei-Sterne-General. Ja. Bis gleich. Ey, mit der Diva war ich vorhin echt gut, ey. Ja, ich bild mir ein, mit der Diva auch nicht so schlecht zu sein. Ja. Ach, Diva ist schon... Diva ist ziemlich geil. Hollywood-Angriff. Also Diva ist ziemlich geil in ihrem gelben, goldenen Latex-Anzug. Ich nehme jetzt einfach, was übrig bleibt. Ja, ich nehme schon mal eine andere. Hollywood! Was denn? Ja, cool. Drei Tanks ist geil. Ich hoffe, das lassen die so. Jetzt haben wir noch eine Enna. Ja, es könnte ziemlich geil werden. Also, ja. Das können wir sehr gerne machen. Das sieht nach einem sehr interessanten Setup aus. Ordentlich DPS, Heilung und drei Tanks. Ich finde das geil. Ja. Und wenn wir jetzt halt komplett wirklich aggressiv reinpushen. Guck mal da, das ist mein kleines Baby. Deine kleine Baby? Wo? Ja. Ja, ganz ehrlich, ich finde das Spray cool. Das ist ja richtig, das ist süß. Schön. Wie die kleine Farah im Arm der Mama liegt. Aber dein kleines Baby ist nicht mit auf Mission gerade. Gott sei Dank. Liegt zu Hause in Wiege. Oder vielleicht bei Gegnerteam. Oh, dann muss Mutter gegen Tochter kämpfen. Ich hoffe ja nicht. Hey, was? Was ist hier so? So, krasses Saya. Phoenix! Überall Phoenix! Wo ist der Reinhard? Wo ist der Reinhard? Der Reinhard hat vor mir zu sein. Ich habe auch irgendwann die Schnauze voll, nicht mehr auf die geschildete Saya zu schießen. Ah, oh, fuck! Ah, jetzt hab ich. Oh, das hab ich grad völlig versaut. Das habe ich versaut. Ja, ich wollte auch eigentlich den Reinhard treffen. Ja. Alter! Ich dachte, er läuft an mir vorbei.
Macht was draus. Ich hoffe, es hat Lizzy was gebracht. Zwei Leben noch. Drei. Aber nicht auf den Punkt. Parkmann! 2 Sekunden früher meine Ulti gehabt. Dann wäre das gerade da richtig abgegangen. Obwohl, meine Ulti hätte ich ihn ja nicht vor. Okay, da geht gerade ein Torbjörn-Turm in Stellung. Eine Ulti nur für mich allein, ist das nicht nett? Mein Gott, wo seid ihr gerade? Bitte links rum. So, die machen jetzt den Fehler, dass sie hier. Bin ich denn daran gerade gestorben? So, ich kümmere mich um die Payload. Natürlich wäre es wieder besser, wenn 3 Leute dran wären. Ja, wir kommen gerade. Du musst mit Latisaria fliegen. Und natürlich wäre es klüger, wenn der Reinhard nicht die Payload anstürmt und 5 Meter weit weg bleibt, weil dann könnte es nämlich eigentlich. Dann könnte er nämlich das Ding stoppen, wenn er noch 1 Meter mehr rangeht. Motencore, ja, du mich auch. Sieht aber tendenziell ganz gut aus, wie wir vorankommen. So, Zarya ist hinüber. Fuck! Konnte ich den gerade verfehlen? Der Junkrat hat mich nicht kommen sehen. Also. Jawohl. Schieb dann mal das Ding weiter. Ich steige ein in meinen Mekka und hau der Zarya der dicken Russin auf den Arsch und verprügel sie. Ten-Player Killstreak, jawohl, so muss das sein. Und die Payload fährt weiter. Fährt sie weiter? Sie fährt natürlich weiter. Denn Hook ist am Steuer.
So, Reinhard, hau auf die olle Zarya drauf. Halt sie auf Abstand. Jawohl, das läuft. Der Sieg ist nah. Noch 3 Meter, noch 2 Meter. Kein Meter mehr. Und gewonnen! Wow, 5 Leute in Flames. Ja, Leute, das sieht mal geil aus, oder? Also, das. Aber das ist mein Reden. Was habe ich gesagt? 3 Tanks sind geil, oder? Ja. Da hast du gesagt. Habe ich gesagt. So, und jetzt werden wir promoted, würde ich sagen. Komm, du kriegst ein Like. Ich gebe dir auch eins. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Bitte. Leben. Level 1. Promoted. Und dafür gab es eine Lootbox und ein Porträt. Ja, alle gleich. Das kriegt ja jeder. Für dich. So, gucken wir mal in die Lootbox rein. Was haben wir denn? Wir haben Geld, wir haben ein Duplikat und wir haben ein Skin, Heartbreaker. Ein Duplikat? Also hattest du schon? Also ja, hab ich auch schon. Ich hab alles schon gehabt. Gleich wieder da. Du weißt aber, dass wir gerade schon traveln. Select your hero. Nämlich, wie reisen wir nach Numbani? Numbani in Afrika, die Heimatstadt von Lucio, dem alten Lutscher. So, was brauchen wir denn noch? Wieso habe ich Bastion gewählt? Weiß ich nicht. Keine Heiler. Wie kam ich auf Bastion? Weiß es nicht. Oh je, ihr habt ein Level 1 dabei. Nö, ist so ein Heiler da. Du und Senyata. Ein Tank wäre noch geil. Also, Corny Dog. Mach einen Tank. Nein, mach natürlich keinen Tank. Dann nehme ich noch einen Tank. Naja. Ja. Haben wir einen Senyata? Aber du musst mich jetzt so ein bisschen rausreißen hier, so mit Level 1 und so, ne? Ja. So, dann gehen wir mal vor, weil es geht gleich los, ne? Okay. So, ich nerve mal hier diese. Alter! Was wird unser Beschuss? Ich wollte gerade gucken und habe erstmal einen Halt dran getrunken. Wir gehen wohl oben rum. Die Widow muss beschäftigt werden, ich kümmere mich drum. Das sieht geil aus. So. Und weiter geht's.
Die Payload wird escortet. Wie viele sind dran? Zwei. Was stimmt daran nicht? Kommen wir schon. Wessen? Achso. Wo kommt der jetzt her? Ich halte mal so ein bisschen die Widow auf. Da hat mich die Diva erwischt. Die böse, böse Schwester von mir. Hast gesehen, was ich gerade vorhatte? Ich hätte auf meiner funktioniert. 2 Sekunden länger. Das habe ich leider nicht gesehen. Ich hatte den noch gehuckt und wollte ihn um die Ecke ziehen, dass ihr nicht sterbt. Achso, okay. Oh, Boris hat. Naja. Läuft gut für uns. Naja, sag ich dazu nur. Läuft gut für uns. Wir stompen sie nur nicht jetzt. Ich verstärke mal da oben. Da sind nämlich Dreie. Mein Scheiß hoch. Alter. Naja. Wie sagt Soldier so schön, du kannst mich töten, aber ich stehe immer wieder auf. Das hat die Diva von dem gerade echt gut gemacht. Das war ein dummer Zenyatta. Das könnte uns jetzt was gebracht haben, ja. Das könnte uns den Sieg gebracht haben. Yes. Yeah. Und das mit Level 1. Mein Gott, bin ich gut. Alter. Oh. Ja, nicht schlecht. Ohne. Nicht schlecht. Und man hat gerade gesehen, keine Cheaterin. Mhm.
epic. Thank you, thank you. Zweimal Silber, zweimal Gold.